Gelb, komm her, komm her. Es war damals zugegebenermaßen schwierig, denn, ja, als kleines Kind, also zu meiner Zeit, wo ich in die Schule ging, also ich komme ja aus Österreich, da gibt es ja sowas wie Volksschule, nennt man das, und Hauptschule, also Volksschule 4 Jahre, Hauptschule ebenfalls 4 Jahre. So wie die Grundschule, Realschule, ich weiß nicht, wie es in Deutschland genau heißt. Schreibt es in die Comments, wie es in Deutschland heißt, damit auch sich andere Leute auskennen, die es nicht wissen und so, ne? Auf jeden Fall bei uns in der Volksschule, da gab es noch keinen Englischunterricht. Das kam erst in der Hauptschule und da auch erst, glaube ich, ab der 2. oder 3. Klasse Hauptschule, wenn ich mich nicht irre. Oder war es schon ab der 1.? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall damals, als ich das Spiel spielte, ja, da hatte ich noch nicht so wirklich die Erfahrungen mit Englisch. Also ich konnte schon gewisse Wörter, wobei ich die mir aber auch teilweise selber zusammengereimt hatte. Also so ein Spiel, das hat mir wirklich geholfen, auch etwas Englisch zu lernen. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, ich kann gar nicht Englisch, denn so schlecht, wie ich übersetze, da kann ich nicht Englisch. Doch. Es tut mir leid, Leute, ich kann Englisch. Ich muss täglich in der Firma mit vielen englischen Leuten sprechen, auch schreiben und so weiter. Also ich kann Englisch. Doch, durchaus. Kann ich durchaus so behaupten, ja. Es wirkt hier vielleicht nicht so, weil mir einfach die Wörter von den, wie so hier im Spiel, sind. Das fällt mir einfach nicht immer auf Anhieb ein. Aber ich versuche euch ja trotzdem irgendwie wahrheitsgemäß und richtig zu übersetzen. Wenn es manchmal nicht klappt, korrigiert mich bitte in den Comments. Dafür sind sie da. Ich freue mich über Comments. Ich habe ja bis dato erst einen Comment. Ach ja, und es gibt ja noch Neuigkeiten. Also während ich hier die 8 roten Fische fange, kann ich euch das hier sagen. Ich habe 2 Abonnenten. Ja, das freut mich sehr und die werde ich natürlich, also den ersten Abonnenten, den werde ich natürlich dementsprechend honorieren, wie ich es in einem meiner Videos angekündigt habe. Ich weiß es nicht mehr in welchem, aber in irgendeinem Video habe ich gesagt, hey, mein erster Abonnent, der bekommt etwas ganz, also ganz besonders nicht, aber der bekommt etwas von mir, also in Form eines Videos, eine kleine Honorierung, dass er mein erster Abonnent ist. Und ich habe auch schon einen zweiten, aber der erste, das war der liebe, also ich weiß nicht, ob er lieb ist, das war, wahrscheinlich ist er schon lieb, ich sag's jetzt. Das ist der Green Venom 91, das war mein aller erster Abonnent und wird auch immer mein aller erster Abonnent bleiben. Außer er abonniert mich, dann werde ich ihn vergessen, einfach so, ja, so ist das, nee, mache ich natürlich nicht. Ja, und ich habe jetzt 8 Fische gefangen, 8 rote. Und dann habe ich mittlerweile auch schon einen zweiten Abonnenten. Der heißt GroßAlex25. Groß mit Doppel-S und Alex, ja, so wie Alex. Und 25, wie 25 eben. Also, ja, danke euch beiden. Freut mich wirklich, dass ich Abonnenten jetzt habe. Dass es auch Leute gibt, die meine Videos eventuell dann und wann des Öfteren gucken. Und das spornt mich an. Ich meine, es macht mir prinzipiell Spaß, aber das spornt mich natürlich noch mehr an, weitere Videos zu bringen. Ja, und jetzt muss ich hier wieder zurück. Hey, super, du hast es geschafft. Mit diesem ganzen Fisch werde ich für lange, lange Zeit nicht mehr hungrig sein. Ja, und wie versprochen. Oh, wir bekommen. Wirf das gegen Benkei! Ich bin mir sicher, dass er auf die Seite gehen wird. Ja, und wir haben das Achilles-Heal erhalten. Ja. Also, das Spiel ist überhaupt nicht gewalttätig. Ich habe jetzt so einen Holzblock erhalten, den ich hier diesen Typen, der hier die Brücke rechtmäßig blockiert, weil er dazu angestellt ist, habe ich diesen Holzblock erhalten und den muss ich jetzt einfach mal so rüber pfeffern. Hey, du da! Wenn du über die Brücke willst! Ich kann es in deinen Augen sehen, du willst einen Kampf! Nun gut, aber wenn du verlierst, werde ich dich weit, weit wegschleudern. Oh mein Gott. Erzähler, nun ja, nun ja. Es ist ein Kampf mit Benkei. Siehe auf Benkei, wenn er, ja, den Boden erreicht, nach dem Sprung. Und schmeiß ihm doch das Achilles-Heal
dreimal hin. In Zeitlimit. Die Übersetzung ist so schlecht, ich schäme mich dafür, tut mir leid. Ja, der Gegenstand kann geworfen werden, indem du auf B drückst. Dann soll es beginnen. So nicht? Ja, und? Schlechtes Timing. Ich muss ihm das genau, wenn er hier nach dem Sprung... Ja, nein. Ach, ich schaff das. Obwohl, nee, es reicht. Ja, es reicht, wenn ich ihm so hinschleudere. Ja, nein, knapp. Ich habe noch 30 Sekunden und ja, und da geht er down. Haha. Seit das Achilles-Heel auf Benkei geworfen wurde. Ja, Achilles-Heel. War der Schwachpunkt von irgendwem. Hä? Da ist etwas Fischiges an dieser Geschichte. Ja, japanischer oder amerikanischer oder englischer Humor. Also Leute, das war jetzt scheinbar witzig. Besiegt worden im, ja, mit derselben Methode wie von Ushiwaka. Nein, das darf nicht sein. Bitte. Bitte, ich flehe dich an. Erzähl niemandem, dass ich verloren habe. Bitte. Ich lasse dich über die Brücke. Und ich werde dir etwas aus meiner Sammlung geben. Wir bekommen was. Wir bekommen was. Eine Puppe. Was ist? Wow, wow. Es ist unser Freund Sasuke. Was Benkei aus seiner Tasche gezogen hat... Ja, war leer. Also, mit Batterien, die herausgeflogen sind. Es war nichts anderes als der mechanische Ninja Sasuke. Wo hast du das herbekommen? Es ist vom Himmel gefallen. Den gestern, also, oder vorgestern, ich weiß nicht mehr. Ich frage mich, ob wir jetzt etwas mit der Explosion des Waisenmannshauses zu tun haben könnte. Naja, in jedem Fall, sag bitte niemandem, dass ich verloren. Keine Seele. Ja, und jetzt haben wir den mechanischen Ninja Sasuke erhalten. Das ist schön. Sag ich mal. Ja, das ist schön. Das ist toll, ja. So, lass mich vorbei, du doofer Klotz. Kann man hier was? Nee, hier ist nichts. Okay. Freunde! Und jetzt geht's weiter! Yamato! Und schon wieder so eine schöne Melodie. Also Leute, die Melodie, die ist... Oder die Musik an sich, die ist wirklich ein Traum, muss ich sagen. Ganz schön. So, ich gucke hier mal natürlich zuerst. Ist hier was? Ist hier was? Ein Baum? Ein Baum? Okay. Und... Ja... Toll, hier steht nur ein Baum, der sich mit mir dreht. Ja, Grafik, Pracht des N64, sei Dank. Gut, das war jetzt umsonst. Gehen wir hier mal runter und hier ist eine riesige Betonwand. Also, jetzt sieht man sie gerade nicht. Kamera? Kann ich? Nee, ich weiß nicht, für was dieser Button gut ist. Eine riesige Betonwand, na klar. Und ich falle hier runter aus, weiß ich nicht, 15 Metern Höhe und es tut mir nicht weh. Und hier ist der Weg zu Ende, okay. Spielfehler, kann nicht so sein. Egal. Ja, also hier eine schöne Gegend. Gut, da kommt man jetzt wieder rauf. Nee, ich gucke jetzt mal in dieses Häuschen da rein. Da ist ein Schild davor, das werden wir jetzt mal lesen, hätte ich gesagt. Na komm, Schild, lesen. Ja, lesen, lesen, komm. Yamato, Schrein. Das ist toll, lesen, Schrein. Gucken wir da mal rein, in den Schrein. Oh mein Gott, diese Tür ist verschlossen. Mit magischer Kraft ist sie verschlossen. Oh mein Gott. Ja, also wenn sie mit magischer Kraft verschlossen ist, dann gehen wir halt hier in diesen Wald rein. Das ist so eine kleine Ritze, ist hier offen, so ein kleiner Spalt und... Ja, da kann man reingehen in den kleinen Spalt. Ist es nicht schön?